ist Hans-Peter Müller, bin 67 jetzt und bin Maler. Ich sage immer, das ist gegenständliche Malerei. Dann kann man sich zumindest jeder immer vorstellen, dass man da die Sachen drauf erkennt. So ist er dann immer. Da kann man ja wenigstens was drauf erkennen, sagen manche Leute. Ne? Also es sind Porträts von Räumen, dann habe ich das auch mal übernommen für diesen Katalogtitel, also Raumporträts. Ich hab ja auch in der Zeit, wo ich wenig gemalt habe, mich mit den Räumen, mit Rauminstallationen beschäftigt. Und mich haben dann Cafés sowieso und Räume interessiert. Und dann immer diese Faszination, dass ich gemerkt habe, dass es mir auch um die Atmosphäre geht. Also die entweder spüre ich die da oder empfinde die. Ganz abgesehen, dass man immer wieder im Zweifel ist, also ich besonders, ne? Ich bin dann, ich glaube, ich musste schon an die 60 sein, dass ich jetzt wirklich sagte, schon gut, was du machst. Der Zweifel da in dem, was man tut, so, da, das ist jetzt nicht stark, aber ich habe auch mal von vielen so gelesen, das konnte ich damit unterschreiben, dass sie sagen, das ist immer gut, der Zweifel und das Scheitern auch, ne, was anderen weiterbringt. Ganz wichtig habe ich gemerkt, dass ich irgendwann, anfangs sind in den Bildern Menschen aufgetaucht, noch, bis ich irgendwie die Menschen rausgelassen habe, so. Weil das war dann für mich schon so ein völlig anderer Bereich. Also der Mensch ist als solcher dann für mich also so wie eingefroren. Sei denn, er gehört jetzt in diese gesamte Situation. Da taucht dann immer mal im Hintergrund ein bisschen was auf. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Situationen, die sind ja dann eben zufällig, weil ich stelle mich nicht dahin und warte, bis die Leute gehen, damit ich den Tisch habe. Also es ist immer so was wie eine Zwischensituation, von die Leute, die sind gerade gegangen oder sind kurz vorm Kommen, sowas. Ne, so. Der Mensch ist zwar nicht drauf, aber er ist anwesend. Das wäre eindeutig zu spüren. Ne, der Mensch ist, obwohl er nicht abgebildet ist, ist anwesend. So.